Hallöchen Leute, hier ist wieder Mensch Biber und heute ist es mal tatsächlich so weit gewesen, dass mich Leute gebeten haben, einen Nerf Elite 2.0 Blaster vorzustellen. Aus eigenem Willen. Unglaublich, nicht wahr? Ich glaube, das hatte ich vorher nur bei der Commander und das ist praktisch nicht nur ein Elite 2.0 Blaster, sondern auch ein Commander 2.0 Blaster. Ist praktisch der hier aber noch ein bisschen aufgemotzt, so ein kleines bisschen an diese Disruptor-Sache angelehnt. Hier die Eagle Point. Cooler Blaster, habe ich mich auch schon gefreut, den auszupacken und genau das werden wir auch gleich tun. Hier gibt es auch nicht allzu viel noch mit zu beobachten. Wir haben halt, 16 Pfeile mitgeliefert, doppelt so viel wie in den Blaster reinpasst und sogar noch ein bisschen mehr. Wir haben hier schon alles cool zusammengebaut. Ich hoffe, dass ich hier gar nicht allzu viel zusammenklicken muss. Ist auch kein so großer Karton, also ist immer erstmal klein und handlich. Selbst wenn man jetzt nur mit dem Karton irgendwie zum Nerf-Battle geht, dann ist es auch schon, der passt ja auch schon in den Rucksack. Genauso bin ich auch hergekommen, mit dem Karton im Rucksack. So, das ist Karton kann weg, auch Karton kann auch weg. Das ist Karton mit was drin, den brauche ich und der Karton kann weg. Jawohl, hier haben wir dann erstmal Pfeile. Wir haben tatsächlich verschiedene Pfeilpakete für verschiedene Farben. Und Bedienungsanleitung kann weg. Was mich hier wirklich dran erstmal interessiert, sind noch diese Anbauteile. Jawohl, das ist nämlich erstmal ein Ziervisier, was man nicht unbedingt braucht, weil es ist ein Nerf Blaster, aber cool, dass es mit bei ist. Und dann hier noch eine kleine Laufverlängerung. Denn diesen Blaster kann man noch ein bisschen umbauen. Habe ich schon ein bisschen vermisst. Also viele Blaster, die jetzt irgendwie diese Umbaufähigkeit nicht hatten. Und jetzt haben wir wieder was so, was mehr Richtung Modulus geht. Ah, die Modulus-Serie, die vermisse ich auch ein bisschen. Dass da jetzt nichts Neues wirklich kam. Aber hier erstmal, wie schon gesagt, ist das ein bisschen angelehnt an hier so eine Disruptor. Man kann schon so ein bisschen hier sehen, wie das zusammenhängt. Ich habe jetzt leider keine Commander, um euch das zu zeigen. Die habe ich vergessen, aber ist ziemlich das Gleiche. Nur, dass man hier eben nicht die Möglichkeit hat, eine Schulterstütze anzubauen, sondern sie ist schon angebaut, sie ist schon mit drin. Und das ist sogar eine sehr passende. Also, was ich sonst empfehlen würde, wäre, dass man sich irgendwo die, wie hieß die, die Stockade, ich glaube, so war das, dass man die Schulterstütze von der Stockade benutzen soll. Die ist nämlich schön lang, passt da so ran und dann kann man an der Seite noch Munition zwischenlagern. Jetzt 10 Pfeile, glaube ich. Und hier haben wir das schon mit eingebaut. Problem wäre nämlich immer, man müsste sich eine Stockade kaufen oder speziell diese Schulterstütze, nur um diese Kombination, die ich vorschlage, nachzumauern. Hat natürlich nicht jeder, kostet auch ein bisschen. Vielleicht ist der Blaster auch gar nicht erhältlich, das kann auch immer sein. Und hier haben wir deswegen das einfach schon eingebaut. Finde ich an der Stelle also echt schon praktisch. Problem ist natürlich, die ist jetzt nicht so die längste Schulterstütze. Und wenn sie einem nicht wirklich passt, wenn man sie nicht wirklich mag, kann man sie nicht abbauen. Aber ich finde, dass die richtig schön geschwungen und schnieke aussieht. Also das sieht hier richtig geil aus. Auch mit dem Pinörik hier oben, den man noch als Öse benutzen kann. Und tatsächlich, obwohl sie ein bisschen komisch geformt ist, sehr angenehm. Passt super hier mit in die Schulter. Und tatsächlich gar nicht so kurz. Also das wird noch schön kompensiert von diesem richtig schönen, langen, schlanken Griff. Der ist auch richtig texturiert. Wir haben ja extra nochmal eine Hartplastikschale. Das fühlt sich gut an. Das macht Spaß. Auch hier hat man noch überall mehr als genug Platz. Also auch für größere Hände geeignet, was ja manchmal so ein bisschen schwierig ist. Da wirkt das manchmal ein bisschen sehr zusammengedrückt und komprimiert und das ist unangenehm. Hier stößt man auf jeden Fall nirgendwo gegen, aber wir stoßen mal ganz kurz auf hier diese Laufverlängerung, die auch super zu dem Blaster passt. Also die wackelt gar nicht mal doll, was bei solchen eher kleineren Anbaustutzen hier möglich sein kann. Und passt vor allem auch sehr gut vom Aussehen, also halt perfekt darauf abgestimmt. Aber hier ist sie nicht abbaubar, sondern man kann das eben auch wegnehmen, falls es eigentlich passt. Laufverlängerungen sind allgemein ja nicht so praktisch bei Nerf-Blastern, auch wenn die hier jetzt ein bisschen weiter ist, damit man, ich weiß nicht, wie ich das scharf stellen soll, aber die ist jetzt ein bisschen weiter, damit da nicht irgendwie der Pfeil auf der Innenseite abgebremst wird oder gegenfliegt und dann ins Taumeln gerät, was ich ja jedes Mal erwähne, wenn es um Laufverlängerung geht. Aber trotzdem, falls man sie nicht mag, kann man abbauen. Hier unten haben wir aber auf jeden Fall noch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Griff ranzubauen an diese Tactical Rail Steckschiene. Also falls man das haben möchte, kein Problem. Falls man hier unten noch einen taktischen Griff braucht, kann man auch anbauen. Also hier haben wir nochmal welche und hier nochmal eine. Aber tatsächlich nicht so viele Schienen, die man irgendwo einfach sinnlos mit rangebaut hat, wie bei der Commander. Da war hier unten zum Beispiel nochmal extra so eine Schiene und das war halt echt nicht so mein Ding. Was jetzt aber auch nicht so ganz mein Ding ist, ist aber blöd, dass ich dasselbe Wort zweimal dann hintereinander baue, dass man den Blaster hier noch ganz schnell zusammenbauen muss mit solchen Stutzen hier. Denn anders als die Disruptor und die Commander wird dieser Blaster nicht mit einem Schlitten geladen. Moment, das ganze Plastikrausche hier. So, wir haben den Schlitten hier hinten. Ziehen, feuern. Super einfach, super intuitiv, funktioniert großartig. Hier haben wir die, die werden an der Seite reingesteckt und dann werden die noch reingeschraubt. Man kann den Blaster auch mit nur einem Stutzen benutzen. Das hat sich sogar gereimt. Also, wenn man irgendwie Präferenzen hat, von welcher Seite man den nimmt,
kann man das auch machen. Man kann die einfach weglassen. Auch zum Lagern sehr gut, weil man kann die auch einfach wieder rausschrauben, wenn man möchte. Das ist eine schöne Idee. Vorher waren das so eine lange Stange, die steckt man durch, auf der anderen Seite dreht man das fest und dann steckt das da halt. Hier kann man das Ganze einfach wieder rausnehmen, wenn es einem nicht gefällt. Das ist gut, auch für einen Rucksack insbesondere, dann stößt das weniger an den Seiten gegen. Jawohl, und hier ist es aber natürlich nicht ganz so intuitiv, weil man dann immer so zur Seite greifen muss. Und es ist nicht ganz so schnell und man hat hier dann auch bestimmt keinen Rapid-Fire-Modus, muss ich noch testen. Aber das war so eine dieser optimalen Sachen von der Disruptor, die ich echt gerne übernommen hätte, weil der Platz wäre ja da gewesen, auch wenn man dann weniger anlegen kann. Ich hätte es halt cool gefunden, so zack, 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 zack. Na gut, ein bisschen schade, aber man kann nicht alles haben. Was einem dann vielleicht auch noch fehlen könnte, wären Tactical Rail Steckschienen an der Seite. Da ist jetzt natürlich dieser Stutzen, dieser Bolzen und deswegen kann da nichts ranpassen, sonst würde man das irgendwie weghauen. Obwohl man natürlich auf der einen Seite was abschrauben könnte, dann geht das wieder. Na, egal. Und wir haben hier nochmal eine Trommel mit, wie viel passt da eigentlich rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Stück. Ach, tatsächlich. Ich dachte, das wäre wieder eine 6er-Trommel. Geil. Also haben wir tatsächlich 16 Pfeile mitgeliefert, weil da 8 Stück in die Trommel passen. Das ist tatsächlich eine großartige Verbesserung. Wir haben hier zwar schon eine Trommel, wo 6 Schuss reingepasst haben, aber hier war noch so verschwendetes Plastik zwischen. Hier waren noch Räume, die man hätte schließen können. Das haben sie dann auch endlich gemacht. Also eine sehr viel kleinere Trommel mit sehr viel weniger verschwendetem Plastik und dafür 2 Kammern mehr. Das, also mit 2 Kammern mehr, kann man auch mehr machen. Gekauft habe ich den Blaster übrigens für 32 Euro. Ist jetzt auch übrigens doppelt so viel, wie so eine Disruptor eigentlich kosten sollte. Zwischendurch war die auch 32 Euro, weil irgendwie wohl Engpässe waren oder so. Aber stellt das ungefähr so vor, als praktisch die Premium-Variante, falls man sich diese holen möchte, falls man das cooler findet. Und ich kann auch wirklich sagen, erstmal finde ich, das ist einer der am besten durchdachten, einer der besseren Elite 2.0 Blaster. Allein schon, weil hier so viele kleine Sachen wirklich cool abgestimmt sind und wirklich gut funktionieren. Auch hier oben, hier dieser Griff, ne? Der ist wirklich schnieke gemacht. Also ihr seht auch, die Laufverlängerung spielt da auch nochmal mit rein. Hier wirklich vom Winkel her perfekt, von der Größe her perfekt, texturiert auch nochmal schön. Wenn man das hier oben dann so greifen will, kann man das tatsächlich machen. Man darf nur nicht auf die Trommel kommen, weil dann hält man die natürlich an. Oder dass die Trommel diesmal nicht einfach nur platzsparender ist, sondern auch, dass mehr reinpasst. Das ist schon echt ein geiler kleiner Vorteil. Und natürlich auch so, wenn man zum Beispiel sich hier so eine Arctostrike Alpha Hawk holen möchte. Das ist vom Prinzip her auch sowas. Hier passen zwar nur 5 Pfeile rein, aber auch so ein kleines Scharfschützengewehr. Macht zumindest auf diese Optik. Und das hat auf jeden Fall was. Es sieht halt echt geil aus. Und das ist praktisch so die praktische Variante davon. Noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen handhabiger. Und handhabiger ist nicht mal ein Adjektiv. Aber ein bisschen noch mal ein bisschen handlicher. Ich kann auf jeden Fall sehen, wo der Markt für den Blaster liegt. Und dann... Ich nehme alles zurück. Der Blaster haut ja richtig rein. Man kann damit sogar noch... Okay, dann ist es jetzt eine reine Präferenzsache. Also ich mochte das mit dem Schlitten ganz gerne, weil es halt ein kleiner handlicher Blaster war. Wenn der hier das jetzt mit dem hier schafft und dann nicht mal den Slam-Fire-Modus gespart hatte, was ich ja echt schon erwartet hatte. Ich war schon richtig vorübergehend enttäuscht, weil ich das ja so oft mitbekommen hatte bei Nerf-Blastern. Aber nee, der haut da richtig rein. Also nicht nur irgendwie so ein Pseudo-Scharfschützengewehr, man kann auch noch... das hier abbauen und dann wirklich so als Hauptkampfblaster benutzen. Das ist praktisch das, was die Commander für mich sein sollte. So eine kleine handliche Disruptor, aber mit Schulterstütze und der Möglichkeit, noch Munition zwischenzulagern. Und wir haben sogar noch die Möglichkeit, vorne zum Beispiel von der Mediator XL die Laufverlängerung anzubauen und damit dann nochmal 3 Pfeile auf einmal abzufeuern. Das wäre tatsächlich ein Blaster, bei dem sich irgendwie Kombination oder ähnliches lohnen würde. Das ist schon ein ordentlicher Budgetblaster. Das gefällt mir schon mal. Jetzt muss ich natürlich auch nochmal rausgehen zum Schusstest, gucken, was der Blaster sonst noch so drauf hat, außer dieses, was natürlich auch schon erstmal Spaß macht. Also die maximale Reichweite. Wir haben ja hier 2 verschiedenfarbige Pfeilsorten, also kann ich erstmal die hier gerade ausschicken und dann die anderen angewinkelt. Länger nicht mehr gemacht. So, dann jetzt aber. Ah, genau, fix hier. Und dann die Munition einfach hier irgendwie weggreifen und dann irgendwie reinfriemeln. Und einer ist noch. Jawohl, gucken wir mal. Die ersten, die gerade ausgeschossen wurden, da haben wir also einmal bei 8,20 Meter und dann hier ein eher größeres Feld bei 10 Metern. Und ich glaube, der weiteste gerade ausgeschossen ist da drüben. Bräuchte ich jetzt gar nicht zeigen, sondern den hier. Der ist bei fast 15 Metern.
Jetzt aber der interessantere Teil, nämlich die angewinkelt geschossenen. Und wir drüben einen, oder tatsächlich sogar zwei, ziemlich auf einer Höhe. Bei ca. 25 Metern, also da drüben ist noch einer. Hier auch noch einer bei etwas mehr als 25 Metern, das war bei sogar fast 26 Metern. Da drüben ist einer bei 26,30 Meter. Und haben wir noch was? Wer bietet mehr? Wer hat noch was? Ah, hier drüben. Bisschen weit abgetaumelt. Aber tatsächlich bei 27,20 Meter. Ist doch geil. Der Blaster ist so ziemlich, was ich bei Elite 2.0 erwartet hatte. Das war so, was ich mir gewünscht hatte. Mal ein ordentlicher Blaster hier für 30 Euro, auch die 25 bis 27 Meter durchgeknallt, also für 30 Euro fast 30 Meter bekommen. Haha. Und die großartige Qualität, gefällt mir sehr gut, ist auch schön durchdacht. Auch hier, wie die Munition dann hier drin sitzt. Das Plastik steht so weit über, dass man da nicht irgendwie gegenstößt und es abmacht. Und es ist einfach solche kleinen Sachen, die den Blaster so richtig als schön durchdacht dastehen lassen. Das gefällt mir richtig. Zwar ist jetzt das Zielvisier nicht unbedingt mein Ding, aber wenigstens sieht es vom Aussehen her richtig geil. Also es passt super zum Blaster. Und da kann man sich, ich kann mich hier nicht wirklich beschweren. Also besonders für den Preis erstmal ein sehr empfehlenswerter Blaster. Ihr könnt euch auch irgendwie eine Delta Trooper holen oder so. Kommt ja auch ungefähr drauf zu. Aber wenn einem so irgendwie die Disruptor gefallen hat oder die Commander, aber man sich wünschte, irgendwie eine bessere Schulterstütze schon eingebaut zu haben oder die Möglichkeit noch haben, es umzubauen und so. Also hier hat man irgendwie nichts weggeworfen. Hier gab es keinen Kompromiss wirklich. Natürlich hat mir hier irgendwie eine 10-Schuss-Trommel noch besser gefallen, aber allein schon, dass wir immer noch unseren Rapid-Fire-Modus haben, dass wir für Links- und Rechtshänder speziell einstellen können, welche Seite wir irgendwie benutzen wollen. Das sind diese kleinen Sachen, die den Blaster echt geil machen. Ich muss sagen, sehr schön durchdacht, bisher keine Macken und einfach eine geile Reichweite. Jawohl, absolute Empfehlung von mir und vielleicht sogar die neue, bessere Disruptor. Müssen wir gucken. Mal gucken. Genau, und dann auch nächste Woche mal gucken beim nächsten Video, beim nächsten Blaster. Ich glaube, dann wäre die Nerf Hyper Mach mit der Nerf Hyper Siege. Genau, so, Siege 50 oder so. Auf jeden Fall bis dahin. Macht's wie ich, beiß euch durch. Euer Magic Bieber. Ciao. Sieht so ein bisschen aus wie Gaussi Osborn mit der Brille hier.